Ich bin mit Star Wars aufgewachsen und es ist, wenn man dann mal einen Job hat, wo man auch Filme macht und Filme produziert, ist es einfach schön, wenn man dann die Möglichkeit hat, ein Teil eines so großen Mythos zu werden, wenn man die Möglichkeit hat und die Crew, die dahinter steht. Und Achtung, bitte eine Probe. ich wollte persönlich einfach auch schauen, was in Österreich möglich ist. Kann man einen Science-Fiction-Film in Richtung Star Wars in Österreich produzieren, gänzlich ohne Budget? Was kann man aufstellen? Was ist möglich? Wie sieht's aus? Das sind ein Non-Budget-Film und haben deswegen einfach schon in der Planung der Story sagen müssen, was ist umsetzbar, was können wir tun, aber eben was passt trotzdem in dieses Star Wars-Universum. Das hat einen riesigen Aufwand an Planung und an einem guten Design gebraucht, mit möglichst wenig Sachen eine Welt zu kreieren, der zumindest einer Welt nahe kommt, die mit vielen Millionen von Dollar kreiert wurde. Wir waren volltrunken in einer dieser wundervollen WG-Partys von damals. Da gab es ja wirklich unzählige, aber die war eben sehr, sehr prägnant. Da kam nämlich, und immer wenn Bernhard, und ich habe ihn nicht oft so gesehen, aber immer wenn Bernhard super betrunken ist, dann kommen so diese Altlasten daher. Und da war doch mal Star Wars, hatte ich noch so im Ohr. Und dann ging schon dahin, ja, der, jetzt können wir das umsetzen, auch technisch. Und dann die großen Traunas waren auch mit am Start. Und da ging es dann schon um Detailreiterei. Fakt war in dieser Nacht, eigentlich an diesem Sonntagmorgen, muss man sagen, dass wir einen 5-Minüter Star Wars-Fanfilm machen. Und ich habe mir gedacht, ja, da kann nicht viel kaputt sein. Ja? Bernhard irgendwie sagt, ich sehe den Jedi-Meister, und auch puh, also wenn schon, dann gleich großes Thema. Ja? Und habe aber betrunkenerweise klar zugesagt. Ne? Guter Freund, macht ein Ding. Und ja, ich natürlich als Star Wars-Fan überhaupt habe gedacht, ja, 5 Minuten, da, das kriegen wir schon hin irgendwie. Und war ja auch nicht so ernst zu nehmen, damals vor 4 Jahren. Ich glaube, das ganze Projekt war eine riesen Herausforderung, weil wir von Anfang an nicht davon ausgegangen sind, dass es so groß wird und dass irgendwann so viele Menschen da auch mitmachen wollen. Eigentlich war geplant, dass wir 2 Drehtage machen, den Film 5 Minuten lang werden lassen und that's it. Also grundsätzlich muss man sagen, dass man, wenn man ein Projekt in der Größenordnung aufstellt und dafür kein Budget hat, also gerade mal das, was man selbst bereit ist, in das Ganze zu investieren, sind es 2 Sachen, die das auswiegen muss, das Budget, und zwar ist das Zeit und Arbeit, die man reinsteckt. Und das ist auch der Grund, warum das Projekt im Endeffekt dann so lange gedauert hat. Weil du kannst so ein Projekt, wo du schauen musst, wo alle wirklich in der Freizeit dabei sind und man selber auch das mehr oder weniger als Hobby in seiner Freizeit macht, muss man extrem viel planen. In Regrets of the Past geht es um einen Jedi-Meister und seine Schülerin, die auf der Flucht vor dem Imperium auf einem einsamen Planeten abstürzen und dort alte Bekannte wieder treffen. Pesh Solaren, euch hätte ich hier nicht erwartet. Alan und Kayla kennen sich von früher, aus der Zeit, als sie noch Padawan waren. Alan und Kayla hatten befreundete Meister und sind auf dieselbe Jedi-Akademie gegangen im Endeffekt. Ich denke, meiner Meinung nach geht es in Regrets of the Past um eine Coming-of-Age-Story von einer Padawan, die als junge Padawan beginnt, mit ihrem Meister unterwegs ist, bis er ihr dann letztendlich den Zopf absäbelt. Du wirst eine großartige Jedi-Ritterin, Kayla. Der Film hat 2 große Geschichtsstränge. Das erste Mal geht es um die Kayla, was unsere Protagonistin und Hauptheldin ist. Sie findet sich in einer neuen Galaxis wieder, wo alles umgeworfen ist. Also mit dem, was sie aufgewachsen ist, ist alles weg. Es ist kurz nach der Order 66, es gibt keinen Jedi-Orden mehr, es gibt keinen Jedi-Tempel mehr. Sie ist komplett haltlos und muss sich in einer neuen Galaxis zurechtfinden. Ich sehne mich nach zu Hause. Und der zweite
der so im Hinterbei läuft und dann im Endeffekt die kleinere Story, also die Story auslöst, ist zwei alte Freunde, zwei Meister, die eine Bedrohung spüren, eben die Order 66, und darauf unterschiedlich reagieren. Aber wir müssen handeln. Genau das werde ich tun. Der eine will Feuer mit Feuer bekämpfen und der zweite will den alten traditionellen Wegen treu bleiben und so der Bedrohung entgegentreten. Du kannst die dunkle Seite nicht beherrschen. Sie wird dich verschlingen. Der Weg der Jedi ist der einzige, der uns vor der Dunkelheit schützt. Und aus diesen beiden unterschiedlichen Wegen entstehen dann Spannungen, die wir im Film beobachten können. Dann habe ich mit Tony gesprochen und er hatte diese Idee, weil ja Star Wars immer schwarz und weiß ist und gut gegen böse, ob wir unsere Geschichte nicht ein wenig grauer anlegen wollen. Mir gefiel diese Idee sehr gut und dann habe ich mich einen Abend hingesetzt und angefangen zu schreiben. Anfangs war die Geschichte viel zu lang und zu umfangreich und wir haben das dann mit Hilfe von Maria, unserer Drehbuchautorin, auf ein vernünftiges Maß gekürzt, wie man es eben jetzt im Film sehen kann. Ich bin ja in den USA gesessen und habe das Drehbuch bekommen mit der Grundstory, die schon da war. Und ich habe es dann ausgemistet einmal ordentlich. Unsere Protagonistin hat eine starke Parallele in ihrer Geschichte zu Luke Skywalker, also in ihrer Motivation. Wir haben immer versucht, jeden Hauptcharakter, jeden Nebencharakter so überlegt zu designen und so überlegt darzustellen, dass man glaubt, er ist eine echte Person und er hat eine echte Geschichte hinter sich. Also ich spiele in Regrets of the Past die Kayla Dane, die weibliche Hauptrolle. Und Kayla Dane ist erstmal eine Jedi Zabrak, also ist eine Rasse der Zabrak. Und das ist schon eine große Charakterbeschreibung, da sie eine Rasse hat, die sehr widersprüchlich ist. Also in ihr schlagen zwei Herzen, die schon mal gut böse sind. Und in der ganzen Geschichte macht sie eine ziemliche Wandlung durch. Also im Inneren wie auch im Äußeren passiert bei ihr ganz viel. Ich werde mich in Zukunft mehr anstrengen, Meister. Man merkt bei ihr, dass sie halt so einen inneren Kampf hat mit, sie möchte wieder alles normal haben. Verliert nicht den Glauben an mich. Aber das Leben spielt halt immer anders, als was man geplant hat. Und das Leben schickt ihr quasi Aufgaben, die sie dann zu bewältigen hat. Also sie ist sehr leidenschaftlich, impulsiv und kämpft dagegen immer an. Und da ist es gut, dass sie ihren Meister hat, der sie dann immer wieder auf die Realität zurückbringt und ihr da ein bisschen Tipps gibt und ihr hilft, irgendwie ihren Weg zu gehen. Ja, aber wenn du Vater zweier Töchter bist, dann weißt du schon, da ist viel zu bloggen, zu handeln, zu machen, was halt eine Vaterrolle auch macht. Und da ja auch Kayla sehr, sehr früh zu Pesh gekommen ist, war da klar, dass da mehrere Schichten an Verhältnissen auch bestehen. Also nicht nur der Meister, der natürlich war, sondern da war natürlich diese väterliche Figur auch. Pesh und Kayla sind ein super Gespann. Unterschiedlicher können sie nicht sein, die zwei. Was aber wirklich gut ist, weil so kann jeder von jedem irgendwie was lernen. Ja, ich glaube, wir waren auch am Set ein sehr gutes Gespann. Wir haben uns da sehr gut ergänzt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, beide da irgendwie mit unseren privaten Charakteren und natürlich den gespielten Charakteren. Das war eine coole Mischung. Weil wir uns von der ersten Sekunde an richtig mochten, war das kein Thema. Das war so ich möchte das nicht sagen, die Party-Crew, nicht, dass da eine Urban Legend draus wird, aber der Inner Circle. Und das ist eine große Familie. Und somit war das überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, also ich konnte mich natürlich, sie ist ja auch, was ich überhaupt nicht bin, sie ist gelernte Schauspielerin und Darstellerin. Und da kann ich mir natürlich auch wahnsinnig viel währenddessen abschauen. Ich bin halt wieder in Lawrence von der Radio. Ja, ja, wirklich. Ich sage immer, Pesh ist der bessere Joe. Oder Pesh ist, wie Joe gern wäre. Ja? Weil er halt doch über, also in manchen Situationen, wo ich schon lang ausflippen würde, ist Pesh halt Pesh. Ist halt, ja, ist klar, ist ein Jedi-Meister. Und hat dazu noch diese, und das ist wieder typisch Pesh, und da ähneln wir uns, glaube ich, auch, natürlich diese wahnsinnige Herausforderung angenommen, diesen Wahnsinn an Schüler anzunehmen. Eine Sabrak und noch eine Frau. Entschuldigung, also das sind einfach zwei erschwerende Komponenten. Was redest du nur, Sabrak?
Das Gleiche könnte ich euch fragen. Im Drehbuch war mein Lieblingscharakter der Pesh, Solaren. Einfach weil er schreibtechnisch sehr viel hergibt, weil er über viel Wissen verfügt und weil er halt so eine Han Solo-eske Figur ist einfach. Und das macht natürlich irre viel Spaß, das zu schreiben. Ich glaube, jetzt nach diesem kleinen Rohschnitt, den ich gesehen habe, finde ich dann schon den Sorte eigentlich am coolsten. Manche Ansichten des Ordens sind einfach antiquiert. Der ist einfach charakterlich am weitläufigsten. Also der geht wirklich von normal zu Wahnsinn auf diesem Kontinuum des Wahnsinns. Und das macht er sehr schön. Und das ist so nicht geschrieben, also das ist alles vom Schauspieler selber. Glaubst du nicht mehr an den Pfad, den wir beschreiten? Ich habe unterrichtet an der Schauspielschule und da war eine junge Schauspielerin und 2 Jahre später rief sie mich an und sagte, du bist doch Schauspieler, wir machen ein tolles Projekt, alle sind begeistert, das und das und das, hättest du Lust? Und dann habe ich ganz spontan von der Idee begeistert habe ich Ja gesagt. Wann? Ja, das wird irgendwann sein, 1,5 Jahre. Da sagt man ja auch lässig gerne zu und so. Denkt sie, okay, 1,5 Jahre, wer weiß. Und irgendwann rief mich dann der Bernhard, der Regisseur, an und sagte, jetzt ist es soweit, schickt mir den Text. Und ich habe gesagt, ich stehe zum Wort, ja, ich war dabei. Er ist ein ganz, ganz großer Schauspieler. Eben diese eine Szene werde ich im Leben nicht vergessen, wo wir im Pavillon noch diese Szene von der Uni durchgegangen sind und Johannes noch keinen Text konnte und überhaupt, und es war Chaos. Und ich habe gedacht, puh, ich dachte, ich kann mich an dir festhalten, Herr Burgschauspieler. Und habe dann eben diesen, gerade aus den Proben kommenden, wie, wo gehen wir um, was ist der Text? Ich habe gedacht, scheiße, wir drehen morgen, was wird das? Und dann so souverän, also da siehst du einfach die Größe auch. Dieses ambivalente Verhältnis ist ja immer wieder zwischen den Meistern und den Schülern. Vom Guten zum Bösen und vom Bösen zum Guten. Diese Ambivalenz ist ja eines der spannenden Dinge. Ich würde, wie glaube ich sehr viele bei diesem Projekt beim Fortgehen, darauf angesprochen, weil ich seit jetzt mittlerweile 5 Jahren Bühnenfechten mache und auch unterrichte. Und der Toni auf mich zukam und wissen wollte, wie gut ich denn fechten kann. Ich kann es halt. Ja, ob ich es gut genug könnte, um es für einen Film zu machen. Ja, was für einen Film? Ja, Star Wars. Ja, ich kann das. Besser als, also ja, ich mach das. Ich glaube, es war am selben Abend, als mich entweder der Daniel, also ich glaube, es war der Daniel, direkt gefragt hat, ob ich Lust auf einen Star Wars Kurzfilm habe oder Fanfilm. Und es war gleich von Anfang klar, dass wir Lichtschwertkämpfe haben wollen. Und da war ich dann gleich dabei. Beim Choreografietraining ist mir zugute gekommen, dass nicht alle unsere Schauspieler komplette Anfänger waren in der Kampfkunst, weil ja auch Marc und Markus schon durchaus eine große Erfahrung mitgebracht haben. Und bei den anderen, ja, da fangen wir mal bei den Basics an. Ich erinnere mich da an Schwertkampfproben ohne Ende. Und wo ich dann sogar selber mitgemacht habe, weil ich wollte wissen, wie anstrengend das ist oder was die Darsteller lernen müssen. Und habe eigentlich da wirklich nur schöne Erinnerungen. Für mich war das insofern sehr spannend, als dass ich hier vom Schaukampf komme und Daniel und Markus beide vom Kampfsport, was komplett unterschiedliche Angelegenheiten sind. Und ich deswegen sehr auf die Hilfe von den beiden auch angewiesen war, um eben da eine homogene Mischung zusammenzukriegen, die vor der Kamera dann gut ausschaut und nach einem authenten, glaubwürdigen Kampf ausschaut. Kampf im Film ist doch was ganz anderes, als wenn man jetzt vom Kampfsport kommt oder von der Kampfkunst. Und
dann plötzlich vielleicht auch spielen muss. Das ist jetzt kein Schaukampf. Auf der anderen Seite, wenn man nur Choreografien durchrennt, wirkt es irgendwie gekünstelt. Ja, das hat mich in der Tat an meine Grenzen geführt und dafür bin ich dem Projekt wahnsinnig dankbar, denn davor hatte ich echt, jetzt kann ich es sagen, am meisten Schiss. Es hat jeder sein Äußerstes gegeben. Joe zum Beispiel hat gegen zwei Gegner auf einmal gekämpft. Irrsinnig schwierig für jemanden, der mit Kampfkunst gerade angefangen hat. Sophia war wirklich super drauf und wir haben das wirklich lang trainiert. Bezüglich dem Kampf im Wald, wir hatten einen Dreh im Waldviertel. Und das haut mir der Daniel mit dem Schwert irgendwie ungewollt voll auf den Kopf. Am Drehtag habe ich sie einmal getroffen, einmal in der Choreografie, irgendwo am Kopf, glaube ich. Und dann war das Ganze noch energetischer, weil sie richtig, sie ist vielleicht ein bisschen böse geworden. Irgendwie durch die ganze Anstrengung an dem ganzen Tag, da bin ich so richtig irgendwie wütend worden, was super gepasst hat für die Kayla, weil die dann gerade voll. Und ich glaube, ich habe dann sehr, sehr wütend, aggressiv dann weitergekämpft. Es gibt eine Szene, wo ich von Kayla einen Machtstoß bekomme. Das war recht lustig zu drehen. Wir hatten dieses Trampolin, ein Mini-Tramp. Ich musste drauf springen. Und an meinem Gürtel haben wir ein Seil festgemacht. Und da hinten eine 1,5 mal 2 Meter Matte irgendwo aufgelegt. Und auf Kommando wurde angerissen, weil ich am höchsten Punkt war. Die Herausforderung war immer dann, die Matte zu treffen. Im Film haben wir auch eine ganz kurze Szene, wo die junge Kayla und der junge Allen miteinander einen Trainingskampf haben. Und die zwei Kids, die habe ich am Tag vorher unterrichtet. Es ist nur eine kurze Choreografie, aber die haben das innerhalb eines Tages wahnsinnig gut drauf gehabt. Ich war total beeindruckt, wie schnell die das umgesetzt haben. Und ich kann mich erinnern, dass sogar auch die ganze Crew, die hat richtig große Augen gekriegt. Ich finde, das sieht man auch ziemlich gut am Material. Ob der Tatsache, wie gesagt, dass wir zeitgeldtechnisch sehr beschränkt waren, war es mir ein großes Anliegen, dass wir einfach wirklich viele Szenenproben machen. Das heißt, ich bin mit den Schauspielern wirklich bevor wir überhaupt aufs Set gekommen sind, haben wir wirklich Stunden damit verbracht, wirklich die Szenen zu proben. Er muss unsere Sprungkoordinatoren abgefangen haben. Da habe ich eigentlich probiert, den Schauspielern ganz genau zu sagen, okay, wie stelle ich es mir vor, was empfindet der Charakter, wo befindet er sich gerade, was muss er zum Ausdruck bringen. Und deswegen war das Shooting am Set eigentlich verhältnismäßig einfach und es ist extrem schnell gegangen, weil die Darsteller einfach vorher schon ganz genau wussten, was sie machen, was der Charakter rüberbringen soll. Ich habe sehr, sehr intensiv mit Berner zusammengearbeitet. Wir haben uns sehr, sehr oft getroffen und haben eigentlich, wie gesagt, das ganze Storyboard gezeichnet und jede Einstellung vorgezeichnet und dabei sehr, sehr viel über die Bildsprache geredet. Der Bernhard hat eine sehr, sehr starke Vorstellung von, wie der Film auszuschauen hat und ist immer mit ganz klaren Vorstellungen gekommen und das ist toll, das einfach umzusetzen. Man kann schon noch, war aber noch offen genug zu sagen, wenn man sagt, probieren wir doch mal das aus, schauen wir doch mal, wie das ausschaut. Er begeistert die Leute, dass wir alle an einem Strang ziehen, um das zu erreichen, was er im Endeffekt sich vorgestellt hat. Es soll wenig sein, die sollen mehr, die sollen stark sein. Es muss sein, dass wir ein mehr oder weniger ein Jackpot für das ganze Projekt war, den Martin als Kameramann zu gewinnen für das Projekt. Ich glaube, am Anfang war er noch ein bisschen skeptisch, ist dann aber extrem ins Projekt reingewachsen und war so dermaßen begeistert und man hat einfach seine Begeisterung für das Projekt gespürt, jedes Mal, wenn er am Set war. Ich denke, maßgebend für ein gutes Endprodukt visuell waren auf jeden Fall die Storyboards, weil daran da nicht nur Shots drinnen waren und Abläufe und
Framings und wie viel Raum, wie viel Location, wie viel Bild ich brauche zum Leuchten, sondern es war auch schon die Atmosphäre drin und die Bewegung sogar spürbar und die Geschwindigkeit sogar spürbar. Also das war grafisch extrem schön, comicsmäßig ausgearbeitet. Das Tolle war, dass mit Martin zusammenzuarbeiten, auch mit seiner ganzen Lichtcrew und der ganzen Technik. Aber speziell mit Martin, der am Set steht, du zeigst ihm das Storyboard. Er sieht das Storyboard, ist unglaublich begeistert und sagt, Wahnsinn, ja toll, genauso machen wir es. Dann haben wir die Kamera eingestellt und eingerichtet, das Licht steht. Es ist so, wie es am Storyboard ausschaut. Ich sage, ja, Wahnsinn, geiles Bild, genauso hätte ich es gern. Dann sagt Martin, habe ich noch 5 Minuten Zeit? Sag ich, ja, 5 Minuten haben wir noch. Toni, haben wir 5 Minuten? Toni sagt, ja, wir haben noch 5 Minuten. Martin stellt das Licht ein paar Millimeter oben, stellt die Kamera rüber, stellt eine Tasche darüber und plötzlich war es ein Hollywood-Bild. Also der Mann weiß, was er tut und wie gesagt, war ein extremer Gewinn fürs Projekt. Ja, kann doch hier tun! Was du kaputt machst, musst du zahlen, Kayla. Deine Hitzigkeit wird uns nochmal den Kopf kosten. Spannend am ersten Drehtag bei Vienna Flight war, dass sich die Crew untereinander noch nicht wirklich alle gekannt haben und das mehr so ein Beschnuppern und Kennenlernen war und auch von uns allen eigentlich mehr so ein Beschnuppern und Kennenlernen war. Und deswegen war das jetzt im Nachhinein natürlich total aufregend. Ich habe mal das Drehbuch gesehen. Kannst du glauben, wir haben heute die Cockpit-Szene gedreht. Das war saugeil. Ja, alles gesagt, ne? Also ihr merkt schon, wir sind ein bisschen gepusht gerade. Und ja, es ist vollbracht. Ich kenne den Bernhard schon ein bisschen länger vom Fortgehen einfach so. Und sie haben vor dem Unidreh, vor ca. 3 Jahren, ausgeschrieben, dass sie Leute brauchen, die das Kostümdepartment unterstützen können. Und dann habe ich gedacht, nachdem ich mit Star Wars quasi aufgewachsen bin, die Leute gekannt habe, habe ich gedacht, warum nicht, probierst du das einmal. Und so bin ich dann reingewachsen in die Familie quasi. Ja, bin sofort bereit. Die Kostüme waren mir wirklich wichtig und mir war sehr wichtig, dass wirklich jedes Kleidungsstück einfach eine eigene Geschichte hat oder eine eigene Geschichte erzählen könnte. Und das war auch was eines der ersten Sachen, die ich mit Toni aus dem Art Department gemacht habe. Wir haben diese Kostüme entworfen und er hat ihm gesagt, was ich ungefähr haben möchte, wie ich es mir vorstellen könnte, wie die Darsteller ausschauen oder wie sie bekleidet sind. Und er hat dann Skizzen über Skizzen angefertigt, ewig viele Versionen, bis ich sagte, okay, können wir das mit dem haben und probieren das mal zusammenzustellen. Und das Schöne war dann das, dass das Kostümdepartement so hervorragende Arbeit geleistet hat. Aber es war am Anfang war es einfach so, dass die Mädels zu mir gekommen sind mit Stoffproben und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, ja, der Stoff vielleicht für das und der Stoff für das. Da wir uns ja im großen Star Wars-Universum bewegen, gibt es natürliche Einschränkungen oder Richtlinien, an die wir uns natürlich halten wollten, damit es real ist. Aber natürlich gibt es auch viel kreative Freiheit. Bei den Kostümen ist die Entstehung beim Toni, beim Art Director gewesen, wo er halt je nachdem Einschränkungen oder einen kreativen Boost bekommen hat. Eines der wichtigen Sachen sind die Charaktere, dass die glaubhaft ausschauen und dass die Kostüme einfach cool ausschauen. Und der Bernhard ist zu mir gekommen und hat gesagt, Toni, ich will, dass die Leute ausschauen, als hätten sie diese Kostüme jeden Tag an, also weil sie sind auf der Flucht, die ziehen sich jetzt nicht dauernd um, sondern die sind getragen, diese Jacken, die sind getragen, diese Hosen. Das darf nicht ausschauen, als hätten wir es gerade im Geschäft gekauft. Und dann gab es halt immer Meetings, Abstimmungen. Funktioniert das so nicht? Wie realistisch sind diese Zeichnungen für jemanden, der nähen kann, umsetzbar? Bei den Kindern, das waren meine ersten Kostüme, die Jedis, die Kleinen, war das noch relativ problemlos. Spannend ist es dann mit den dunklen Jedis geworden und die Krönung quasi war dann eigentlich die Dark Hela, wo ich die Zeichnung gesehen habe und mir gedacht habe, das funktioniert so nicht. Aber das Endergebnis hat dann doch sehr gut funktioniert und da können wir, glaube ich, alle ganz stolz drauf sein. Das passt. Ja, das Agen der Kostüme ist immer so eine Sache, weil man bemüht sich im Entstehungsprozess ein wunderschönes Kostüm zu machen und es ist dann fertig und du denkst, passt, funktioniert. Beim Agen-Kostüme geht es ja darum, dass man aus diesen neuen, schönen Kostümen, die eben gerade frisch gemacht worden sind, Kostüme macht, die im Film dann schon ausschauen, als wären sie 10, 15 Jahre getragen. Uns war von Anfang an eigentlich klar, dass wir in unserer Geschichte Aliens haben wollten. Star Wars Aliens sind einfach
ein Teil des Star Wars-Universums. Wir hatten irrsinniges Glück, dass wir die Natascha für uns gewinnen konnten, die sehr viel Zeit investiert hatte, um einfach mal den Look von unseren Skizzen zu übernehmen und zu adaptieren und diese Abdrücke zu machen und diese ganzen Masken, speziell eben den Twi'lek, wo sie, ich weiß nicht, wie viel Nächte sie sich da um die Ohren geschlagen hat. In der Tat! Die ganze Figur ist für mich immer nur der Twi'lek gewesen. Also das ist halt mein Baby. Twi'lek und ich haben über 300 Stunden Zeit miteinander verbracht. Es entsteht als erster in dem Gespräch mit Art Director und Regisseur, wie die wollen, dass jetzt diese Tentakel ausschauen. In Miniatur hat das dann auch funktioniert und wie das fertig war, habe ich dann angefangen, ein Skelett dieser Twi'lek, dieser Tentakel zu bauen. Formenbau drüber dann modelliert, davon auch Formenbau gemacht. Die Lekos vom Twi'lek bestehen aus Silikon und innen aus Schaum. Den Johannes, unseren Schauspieler, der den Twi'lek dann gespielt hat, habe ich im Gesicht und die Hände gebodypaintet. Haben natürlich auch die gleichen Farben mir zusammengemischt, dass es ident ist mit der Farbe der Tentakel. Das ist Airbrush gewesen hauptsächlich und ja, auf wasserlöslicher Basis. Ich war die Erste in der Maske und die Erste halt natürlich am 7. der Früh. Bereit alles her, meinen ganzen Tisch, das Equipment und dann kommt mein Schauspieler. Ach, das war ganz schön lang. Das waren zum Teil so 1,5 Stunden, manchmal 2 Stunden, je nachdem, ob die Nägel gehalten haben oder ob der Lack schnell getrocknet hat. Und es war, aber wenn man das jahrelang macht, beruflich, dann ist man gewöhnt, dass es hat eine Disziplin. Ja, und je früher die Regie beschließt zu drehen, desto früher sind meine Maskenzeiten. Da kann es schon sein, dass man um 5 in der Früh in der Maske steht. Es hieß dann halt immer sehr früh aufstehen und war aber lustig, weil mit der Natascha war das sehr, sehr spaßig dann und wir haben uns da den Morgen dann schön gemacht und ich konnte ja währenddessen schlafen. Also für mich war das dann sehr entspannend, währenddessen man halt da schön bearbeitet wird, Make-up-technisch. Mach's mal links. Wir haben lang rum experimentiert, wie die perfekte Gesichtstätowierung für die Kehle ausschauen soll. Also die Hörnchen haben wir gleich gewusst, wie sie sein sollen, aber diese sind die Meinungen ab und zu auseinandergegangen. Für mich war es sehr spannend, weil mein erster Gang in der Früh war in die Maske. Ich habe als Scream diese Kriegsbemalung gehabt, die genau ein einziges Mal schnell und einfach war und ab dann jedes Mal eine mühsame Kleinstarbeit, weil sie immer gleich ausschauen musste, obwohl sie ja schnell hingeschmiert ausschauen soll. Das heißt, ich bin wirklich aus dem Schlafsack in die Maske gekrochen, weil ich durfte auch mein Kostüm erst danach anziehen, weil das alles aufeinander abgestimmt war. Hab zum Glück immer von irgendeinem guten Geist am Set, das war immer wer anderer, ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, einen Kaffee oder ausreichend Kaffee bekommen, um auch dann im Zuge der Bemalung irgendwann wach zu werden. Was sehr amüsant ist, wenn der Schauspieler vergisst, dass er im Kostüm ist und komplett hergerichtet, was der Sophia passiert ist. Und wir haben das Set nicht gefunden. Die Sophia in kompletter Montur mit Tätowierungen und Hörnchen und diese Umschnallpistolen aus dem Auto springt, in der Pampa und Menschen fragt, wo man dorthin kommt. Wir hatten in Vorarlberg den Drehblock und das war so, glaube ich, so am letzten, vorletzten Tag. Und wir haben irgendwo in einer Schlucht unten gedreht und ich kam später nach, weil ich ja mit meiner Maske länger gebraucht habe und die schon vorher was gedreht haben, aufgebaut haben, also wir kamen nach. Haben wir Stunden gebraucht, bis wir den Weg gefunden haben. Das war schon meine Odyssee. Dann Vorarlberg und dann ging ich dann noch mit Maske in die Trafik dort neben der Tankstelle und habe maskiert gefragt, schon Sie, wissen Sie, wo diese Brücke ist? Und die mich nur angeschaut, ich habe total vergessen, dass ich überhaupt in Maske bin. Ich glaube, in die Annalen eingehen wird natürlich diese wahnsinnige Horrorfahrt in Vorarlberg. Wir hatten eine perfekte Location, wunderschön, einfach super passend für diese Aufnahmen. Das einzige Problem war, dass es gab nur einen Waldweg, einen kleinen, sehr, sehr, sehr schmalen Waldweg, der uns zu dieser Location brachte. Ja, und beim Runterfahren, wir sind mit 4 Autos dort aufmarschiert. Haben wir schon gedacht, das wird vielleicht ein bisschen schwierig zum Rauch kommen, aber war fokussiert auf den Dreh, dachte mir, das werden wir schon machen. Hauptsache mal der Dreh ist fertig.
Ich habe nur beim Runterfahren also selber gedacht, okay, irgendwas ist komisch. Dann habe ich schon gemerkt, mein Auto fängt an zu rutschen. Und wir hatten ja doch relativ viel Sachen fürs Set noch geladen. Und ab dann habe ich gedacht, so, jetzt nicht nachdenken. Weil wenn du als Erstfahrender da irgendwie Panik schiebst, dann fährt dir kein Auto mehr hinterher. Da kommen wir nie wieder rauf. Ja, gesagt, getan, das war dann noch so. Fertig mit dem Dreh, alle packen zusammen, Autos wieder hinauf. So, wir waren mit dem ersten Auto oben und oben gab es eine wirklich, wirklich steile Kuppe. Scheiß Bregenzer Wälder, Volltrottel! Was passiert? Vier Autos mit Wiener Kennzeichen bleiben auf diesem Waldweg auf dem Rückweg hängen. Ich weiß nur mal, wie ich da hochgekommen bin. Also quasi, ich weiß nicht mehr, wie ich da hochkommen soll. Das war dann sehr berechtigt. Es ist nämlich fast keiner mehr hochgekommen, außer unserem Rallye-Fahrer Martin Putz, Kameramann. Ne? Kamen dann ein paar Wanderer vorbei, die uns halt so ein bisschen belächelt haben. So, die Wiener in Vorarlberg, seid ihr hängen geblieben? Ja. Aber unser Glück war einfach das, dass die Vorarlberger so unfassbar nette Menschen sind. Und es kam dann eine Joggerin vorbei, die meinte, braucht vielleicht Hilfe. Und gesagt, ja, nicht einmal die ganze Crew hat, nicht mal die ganze Crew bei einem Auto raufschieben hat funktioniert. Nichts hat funktioniert. Und sie haben gesagt, nein, das ist kein Thema. Ihr Mann hat einen Traktor, der kommt vorbei und zahlt uns darauf. Ach, wirklich? Würden Sie das machen? Ja, das ist gar kein Thema. Und er kam dann tatsächlich mit seinem Traktor und hat dann jedes Auto von uns da diesen Weg raufgeschleppt. Und wir waren ihm einfach nur unglaublich dankbar. Wir haben dann den nächsten Drehtag abgesagt, weil das war nicht mehr viel. Und wir sagten, wisst ihr was, machen wir ein Papier auf und lassen wir es gut sein. Und es war einfach ein schöner Ausklang für unsere tolle Zeit in Vorarlberg. Auch ganz, ganz großes Dankeschön an die Gemeinde Satteins, die uns da aufgenommen hat und uns auch gleich die Schule mit Mehrzwecksaal und frisch geputzter Schwimmhalle da angeboten hat. Ein einziger Anruf genügt und wir hatten Waren im Wert von mehreren tausend Euro, wo ich dann echt oft da gesessen und mir gedacht habe, ja, ist halt nicht Wien, gell? Also jetzt nicht gegen Wien, ich liebe Wien, ja? Es ist so unkompliziert. Ach, ihr macht einen Film? Ja, überhaupt kein Thema. Wie viel braucht ihr? Wann soll man es euch noch zustellen? Ich so, okay. Ah ja, stimmt, so tun wir bei uns zu Hause. Bei uns gibt es keine großen Redner, die machen. Also wenn bei uns jemand sagt, es ist gegessen, dann kannst du einen Haken drunter machen. Die Küche sehen. Von Vorarlberg ist mir am besten in Erinnerung geblieben Joes Spätzle. Die Käsespätzle oder wie die Vorarlberger sagen, Käseknöpfle. Das wusste ich vorher nicht. Und die waren wirklich gut. Es gab wirklich, wirklich, und da bin ich echt dankbar, immer super Essen. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir auch gelernt haben. Und dafür bin ich auch allen Leuten, die sich ums Essen gekümmert haben, wirklich, wirklich dankbar, uns da durch den Tag, durch die Nächte, bis früh morgens oft mit leckerem Essen und Kaffee und was sie sich da überlegt haben, echt durchzubringen und da uns fit zu halten. Was gibt es zu essen, ist immer das Wichtigste. Was gibt es zu essen, was gibt es zu trinken? Weil nur so kann man alle Leute einfach immer bei Laune halten, weil Film heißt auch immer sehr, sehr viel warten. Frag mal den Herrn Regisseur, warum sind wir nicht darauf gegangen? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, das Wichtigste ist an einem Filmset, dass man weiß, dass da wirklich viele, viele Menschen beteiligt sind. Man braucht ja vom Catering angefangen, über den Ton, über das Licht, ganz viele Menschen in der Technik, Leute, die Schauspieler betreuen, Kostüm, die Maske. Rudern hat sie gesagt. Also wir sind eigentlich unter 20 Leute an einem Filmset nicht ausgekommen, was jetzt für unser Projekt wirklich, wirklich viel ist und auch für das Projekt, für die Drehs, die wir in Vorarlberg gemacht haben oder im Waldviertel gemacht haben, eigentlich auch manchmal recht kompliziert war, weil wir ja alle Menschen von Wien aus nach Vorarlberg bringen mussten, beziehungsweise auch ins Waldviertel bringen mussten.
Ich sehe, das Exil ist euch gut bekommen. Wir geben euch gerne eine Kostprobe unserer Fähigkeiten. Nicht wahr, Krim? Der Einstieg in die Szene war doch eine Herausforderung, weil der Regisseur und auch die anderen Schauspieler am Set sich das anders vorgestellt haben. Sie haben Inventis vorher noch nie gesehen gehabt, vielleicht gelesen am Papier, aber sie haben nicht gewusst, wie er von mir dargestellt wird, und ich hätte ihn extrem ruhig gespielt. Das wollte ich, und in dieser Szene wollten alle ein bisschen mehr. Ein bisschen angefressen, ein bisschen grantiger. Ich treffe den Pesch seit Jahren wieder. Ja. Im Zuge der Dreharbeiten habe ich auch auf die andere Seite der Kamera sozusagen mal gehen dürfen. Ich habe das Stunt-Double vom Vader gespielt. Das ist normalerweise gespielt vom Ernst. Und das war schon eine sehr, sehr gute Erfahrung, mal zu sehen, wie es eben dort auf der anderen Seite ausschaut. Besonders gut in Erinnerung habe ich diese Erscheinung von Darth Vader. Prinzipiell sind für mich die bösen Figuren sozusagen, die bösen Rollen, die dunkleren Rollen, von vornherein die spannenderen, weil meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, sie meistens die interessantere Motivation haben. Gut ist man, weil es gehört sich so. Nur warum ist man böse? Was treibt einen an? Was für Verletzungen hat man erlitten? Was für falsche Versprechungen wurden einem gegeben, dass man eben auf die dunkle Seite abrutscht oder sich sogar ihr verschreibt? Der Daniel hat das Kostüm, sobald es angehabt hat, auf Herz und Nieren geprüft. Also da ging es halt wirklich dann darum, kann ich damit eine Hechtrolle machen und kann ich damit jetzt noch Liegestütz machen und was ist, wenn ich jetzt ganz viel anspanne? Das war dann immer die Zerreißprobe quasi für die Bandagen an den Armen. Und das Kostüm hat aber meistens gut gehalten. Es war halt dann so, kurz bevor es dann wirklich zum Dreh gegangen ist, ist er mir hergekommen: Ich habe es wieder kaputt gemacht, du musst es wieder richten. Ich habe mich einfach darin wohlgefühlt, als allen. Ich konnte wirklich spüren, was ich da anhabe, das hat Sinn. Ich konnte mich super drin bewegen, ich konnte rollen, kicken, fallen, alles machen. Das war wirklich das Allerwichtigste, glaube ich, für Arlen selbst, dass dieses Kostüm so richtig, richtig gepasst hat für ihn und praktisch einfach. Für die Kämpfe habe ich gesehen, dass sehr viel trainiert wurde. Wie man ihn dann filmisch umsetzt, gibt es quasi in den Storyboards vorgearbeitet, aber noch nicht präzise. Aber es war so viel da, dass ich von Anfang an sehen konnte, dass man da was montieren kann. Also wir drehen dann aus 5 Richtungen diesen Kampf ab und da muss dann so viel Material da sein, dass man das schön schneiden kann. 40 Storyboard-Zeichnungen gehabt, wo man halt dann das zusammengezogen haben auf 4 wesentliche Richtungen, in denen dann 17 oder 22 oder 25 dieser Shots enthalten sind, aber halt nicht alle 40, aber die 40 waren gut, weil dadurch immer eine Auswahl da war und mehr angeboten wurde und dadurch es schneller möglich war zu finden, was wir sicher brauchen werden und es sortieren konnten vor Ort und am Set und während dem Drehen nach denen, die wir auch auslassen könnten oder zusammenfassen könnten. Martin Putz, unser Kameramann, mit dem hatten wir wirklich wahnsinniges Glück. Am Abend, bevor wir dann so diese große Kampfszene gehabt haben, hat er dann seinen Laptop aufgeklappt und sich nochmal Episode 6, die Szenen auf Endor, angeschaut, weil ja, wie haben die das gefilmt und welche Einstellungen und so weiter. Und er war total motiviert. Die Kostüme mussten halt immer wieder auch gehegt, gepflegt, gerichtet werden, weil wir nur ein Set-Kostüm pro Schauspieler haben. Das heißt, egal was für Belastungen das standhalten muss,
es muss nachher einfach dann wieder genau so ausschauen. Also durch meine Anwesenheit in hauptsächlich der USA habe ich es zu ganz genau 3 Drehtagen über die Sommerferien dann geschafft. Und ich war dabei beim Dreh in Retz. Da war es hauptsächlich, was ich mir erinnern kann, kalt, dreckig, staubig und finster. Es ist sehr kalt dort unten. Es ist sehr rutschig, sehr alt, sandig, dreckig, grausig. Es ist da der böse Meister, der sitzt mit seinen 3 Schüler quasi, die sich da verbunkern. Also das ist ihr Rückzugsort dort auf dem Planeten. Dort hausen sie. Die Anforderungen sind viel Licht. Also wir haben Gott sei Dank das Lichtequipment, aber zusätzlich viele, viele Taschenlampen. Mit einer Red Epic gedreht. Ich habe das Equipment selber seit 2012 und konnte es dadurch für dieses Projekt einsetzen. Es ist ein High-End-Equipment, so wie zum Beispiel The Hobbit damit gedreht wurde oder größere amerikanische Produktionen. Es ist höchster Standard. Hochwertiges Equipment zu drehen erlaubt mehr Spielraum beim Denken der Bilder oder beim Leuchten und beim Schaffen von einer Bildqualität, einer Atmosphäre von Licht und Schatten. Ja, der Dani ist noch zu groß. Dani, hast du genau die Kamera? Es ist einfach ein anderes Arbeiten. Rückblickend betrachtet, die interessanteste oder spannendste oder auch schönste Szene war die Eickrabben-Geschichte mit den Kopfgeldjägern. Das war deswegen so eindrucksvoll für mich, weil wir da 2-3 Stunden lang bei starkem Regen aufgebaut haben und ich so für 2-3 Stunden lang ein bisschen, eigentlich das einzige Mal, wenn ich so sagen darf, die Kontrolle nicht mehr hatte, weil es schien so unlösbar alles. Also es schien so unmöglich, weil so viel Schlamm war und so viel Regen war und so unfassbar viel Programm war und dann gewisse Dinge nicht funktioniert haben. Ich weiß aber eh aus Erfahrung, dass das sein darf, sondern dass man da einfach ruhig bleibt, weil alle tun. Und einfach aussortiert, was da ist und was noch geht. Und das kann man dann eh innerhalb von kurzer Zeit ordnen. Und dann haben wir sogar in der Zeit bei Drehbeginn. Und nach 2-3 Stunden ist das ganze Ding eh so gelaufen, dass es dann wieder unter Kontrolle war. Ich wusste von Anfang an, dass es auch in der Postproduktion genauso mit der gleichen Energie und dem gleichen Aufwand weitergehen wird wie beim Drehen. Und dadurch konnte ich mich auf gewisse Vorgaben auch verlassen. Es war eine sehr gute Sprache mit dem Bernhard, mit der Regie möglich, was wir real drehen müssen. Das ist gar nicht so wenig. Aber dass es eben gewisse Möglichkeiten gibt, Sachen in der Postproduktion zu machen. Und diese Schnittstelle zwischen Kamera und Regie, das zu kennen und das zu verstehen und zu wissen, was geht und was nicht, ist essentiell bei so einem Projekt. Das war super. Kamera ab. Also,
Herz abgedreht! Star Wars und ein Science-Fiction-Film heißt ja sehr, sehr viel eine neue Welt kreieren. Und das passiert einerseits in der Post-Production, also den großartigen Kollegen aus der Post-Production, die einen super Job gemacht haben, um das, den ganzen Film zum Leben zu erwecken. Es ist wunderschön zu sehen, wenn man diese Aufnahmen und man steht am Set und ist so der Meinung, so, das ist, da steht der Set, da steht der Schauspieler vor einem grünen Bild und man hat das gezeichnet und kann sich so ein bisschen schon vorstellen, wie es wird. Aber und dann 4 Jahre nachher, also das fertige Produkt zu sehen mit diesem, und jetzt ist es ein Bild, jetzt hat sich jemand dessen angenommen und hat das sozusagen zu einem richtigen Bild gemacht. Das ist unglaublich schön zu sehen und die Kollegen aus der Post-Production haben einen großartigen Job geleistet. Hut ab. Die andere Seite ist natürlich, man muss Sachen bauen. Es muss einfach Sachen haptisch zum Spielen, zum Angreifen geben. Und dazu muss man Leute finden. Und wir haben da das Glück gehabt, dass wir da den Christoph kennengelernt haben, der sehr, sehr viel einfach in seiner Freizeit bastelt und baut und uns da zum Beispiel das Cockpit der Lambda-Fähre gebaut hat, komplett aus Holz und sich dann die Originalpläne gehalten hat. Also der einen wirklich tollen Job gemacht hat, auch mit dem Blaster von der Kayla. Und ja, also extrem dankbar und froh, dass der auch mitgemacht hat. Leute, wir müssen euch was sagen. Es ist unglaublich. Also ich hätte mir nie gedacht, dass das jetzt wirklich so schnell und so sofort dann einfach wirklich dann vorbei ist. Also du planst halt so lange darauf hin und auf einmal geht es dann zack. Drehschluss! Und wir sind einfach dann wirklich fertig. Und ich glaube, kann man das irgendwie gar nicht vorstellen, dass es jetzt eigentlich wirklich schon vorbei ist. Dass es echt jetzt der letzte Dreh ist und dass wir uns jetzt in der Konstellation vielleicht gar nicht an so einem Setting und so weiter gar nicht mehr sehen. Ich glaube, ich werde recht gut schlafen und ich glaube wirklich überreißen, dass wir jetzt nach 2,5 Jahren fertig sind, werde ich erst morgen beim Frühstück wahrscheinlich. Ich bin traurig. Ich bin auch traurig. Ich bin eigentlich richtig traurig. Ich bin irrsinnig glücklich, dass vorbei ist, ja, aber das ist sehr traurig. Ja, ja. Also jetzt nicht mehr an Drehtermine denken zu müssen und Koordinationen macht mich glücklich. Keine Fahrten mehr zu organisieren. Aber die Drehs werde ich sehr vermissen. Das stimmt. Das Witzige ist ja, es ist ja nur die Arbeit davor ein bisschen stressig. Am Set, die Drehs sind dann toll. Am Set ist es großartig. Super Essen, super Koordination, Geld. Meistens. Nie Verspätungen, wir waren eigentlich immer perfekt on time. Absolut. Gestern nicht. Immer. Aber heute, wir haben heute mindestens 3 Stunden mit diesen Gästen reingeholt. Absolut, ja. Meine Damen und Herren, das war's mit den Dreharbeiten zu Regrets of the Past. Hier rennt schon ganz hektisch der Regisseur das Bild. Jetzt geht's weiter mit Regrets of the Post und damit geben wir jetzt ab ins Schnittstudio zu den Cuttern mit Nerven aus Stahl. Ja, viel Spaß. Post-Production ist dieser Teil, der mir extrem am Herz gelegen ist, weil ich ursprünglich selber aus der Post-Production komme. Das heißt, der schwierigste Teil dabei eigentlich, da Sachen abgeben. Weil, ich weiß nicht, ich wollte unbedingt Laserschwerter animieren, ich wollte unbedingt, keine Ahnung, Raumschiff basteln. Das war aber so nicht möglich. Gerade in einem Projekt, wo wir, ich weiß nicht, wie viele Effektshots im Film haben. Und das Ganze wieder mal ohne Budget. Das heißt, man ist auf den guten Willen der Leute angewiesen. Okay, ich brauche eine Crew. Ich habe ein bisschen nicht nehmen lassen, einen Supervisor zu machen für die Post-Production, weil ich wusste, es ist ein angenehmes Arbeiten, glaube ich, mit mir als Regisseur und zusätzlich jemand, der aus der Post-Production kommt. Das heißt, ich weiß einfach, wie lange Sachen dauern, ich weiß halt, was möglich ist und ich weiß, was nicht möglich ist. Wir haben aber noch dringend irgendwo eine Base gebraucht. Also, du kannst ein Projekt mit so vielen Effektshots, ist es total schwierig, einfach von zu Hause, vom Heim-PC irgendwie zu machen. Und da war ein großer Punkt einfach der, dass K-Effects gesagt hat, wir unterstützen euch, es ist ein geiles Projekt. Ihr könnt unsere Hardware benutzen, ihr könnt unsere Räumlichkeiten benutzen, unseren Server. Projekte unterstützen heißt für uns natürlich trotzdem immer Arbeit. Das heißt, man muss dann schon sehr genau überlegen, worauf man sich da einlässt.
weil schlussendlich stehen wir dann auch mit einer gewissen Verantwortung dem Projekt gegenüber. Wenn wir Ja sagen, dann muss es auch gemacht werden. Das war das Ausschlaggebende, wo ich sage, okay, jetzt konnten wir anfangen zum Arbeiten. Also jetzt nehme ich auch international. Nur mit solchen Projekten kommen wir halt an Szenen, an Material, das auch ein wenig anders ist als das, was halt klassischerweise in einem Spielfilm in Österreich gemacht wird. Die Science-Fiction-Ecke ist natürlich unser aller Lieblingsspielzeug. Deshalb entscheide ich als Unternehmer natürlich auch ein wenig, was die Mitarbeiter machen wollen oder nicht, und gebe ihnen dann die Möglichkeit, sich bei solchen Projekten zu verwirklichen oder auch zu lernen, muss man auch dazu sagen. Und wenn sie das nicht wollen, dann werden solche Projekte auch nicht unterstützt. Da genau solche Projekte die Dinge sind, die in der Arbeitswelt normalerweise relativ selten passieren, zumindest in Österreich, ist das Interesse natürlich auch relativ groß, da mitzuwirken und mal was anderes zu machen als die Dinge, die man im Alltag sonst immer macht. Wir haben den Bernhard bei Regrets of the Past mit mehreren Dingen unterstützt. Wir haben zum einen Animationsteil übernommen. Das ist in unserem Fall die Shuttle-Sequenz am Ende vom Film. Wir haben den gesamten Technik-Workflow übernommen. Das heißt, wir haben alle Exports für die einzelnen Artists übernommen. Das war sehr weit gestreut. Viele Freelancer, die als Einzelpersonen den Bernhard bei dem Projekt unterstützt haben, die von uns das Material bekommen haben, das sie gebraucht haben für die Bearbeitung. Wir haben dann am Schluss auch alles wieder zurückbekommen. Das heißt, wir haben die gesamte Online von dem Film übernommen und das Color Grading ist auch bei uns im Haus passiert. Nach meinen Informationen her waren es um die 30 Leute, die im VFX-Bereich gearbeitet haben. Ich bin einer von denen und habe eigentlich mit zwei weiteren Leuten direkt zusammen zu tun gehabt. Einer davon war der Michael von K-Effects, der mir sehr viel im Bereich Farbgebung der Sequenzen, der Szenen mir gezeigt hat, auch neue Türen geöffnet hat im After Effects, also im Compositing-Programm. Das Schwierigste bei der Post-Production war wieder der Zeitfaktor. Und es ist einfach so, es sind irrsinnig viele Effektshots. Und du bekommst dann immer, du verteilst die einzelnen Shots an die Artists und du bekommst dann ständig irgendwelche Rückmeldungen, was toll war, weil die Leute einfach so motiviert waren. Und ich habe ständig, das war jedes Mal wie Weihnachten, wenn ich irgendwie einen neuen Effektshot irgendwie bekommen habe, einen Vorschlag oder das fertige Ergebnis. Und es ist aber total schwierig gewesen, weil du kriegst halt von, keine Ahnung, 15 Leuten ständig irgendwie Rückmeldungen. Das heißt, du setzt dich hin, schaust du das an, gehst das teilweise Frame für Frame durch, sagst, ausgezeichnet, aber ich hätte gern, ich weiß, du kannst das noch besser machen und ich hätte gern das noch ein bisschen mehr so. Schickst du es zurück und das machst du halt bei 15 Leuten oder noch mehr. Und es war ständig so ein Rad, es ist was reingekommen, ich habe Rückmeldungen gegeben und das war extrem zeitintensiv, extrem schön, aber ja, wahrscheinlich das Schwierigste einfach zum Koordinieren. Also nachdem der Bernhard mir gesagt hat, um was es geht, hat er mir ein animiertes Storyboard zugeschickt. Danach habe ich mich einfach dran gesetzt ans 3D-Programm und habe einmal Vorab-Versionen gemacht und den Bernhard immer wieder geschickt. Und wenn das dann gepasst hat, das Tempo und die Bewegungen der Objekte, dann habe ich die Sachen rausgerechnet. Die größte Schwierigkeit war bei dem Projekt, waren bei der Anfangssequenz die Asteroiden. Da haben wir sehr lange, sehr viele Durchläufe gehabt, Änderungen gehabt, weil schlicht und einfach die Strukturen der Asteroiden uns noch nicht gepasst hat. Und im Endeffekt haben wir eine Lösung gefunden, aber es hat sehr lange gedauert. Bernhard ist grundsätzlich geduldig, auch mit allen Leuten. Das muss auch sein, eben wenn das so weit gestreut ist, zusätzlich dazu, dass es halt eben ein Herzensprojekt von allen war, die mitgearbeitet haben. Das heißt, kein Geld, eh klar. Und da kommt man natürlich auch schnell in die Situation, dass es sehr lange dauert alles, weil die Leute natürlich trotzdem noch Geld verdienen müssen und dann Sachen hinten anstellen müssen. Dann dauert das alles dreimal so lang, als was man sich normalerweise erhoffen würde. Es war dann auch eher die Schwierigkeit am Ende, der letzten eineinhalb Minuten,
In der Cockpit-Sequenz, da war es die Schwierigkeit, die Leute wirklich vom Material zu trennen. Das musste man fast Bild für Bild machen. Das war ein bisschen mühsam, speziell mit den Haaren von der Hauptdarstellerin. Aber im Endeffekt hat es dann auch funktioniert und die Nächte um die Ohren geschlagen und dann hat es schon gepasst. Musik macht die Stimmung in einem Film und die Musik ist für mich auch bei früheren Projekten einfach immer extrem wichtig gewesen, weil die Musik transportiert einfach die Emotionen und die Gefühle eines Films zusätzlich, mindestens 50%. Und wir hatten das Glück, dass wir einen wirklich talentierten Komponisten und Musiker fürs Projekt gewinnen konnten, den Mark Peter Royce, den ich sehr schätze, weil er einfach ein absoluter Profi ist in dem, was er tut. Und er ist selbstständig zu uns gekommen, hat das über einen Freund gehört, dass wir dieses Projekt machen und hat uns seine Arbeit angeboten. Und was Besseres hätte uns nicht passieren können. Weil er ist ein Profi, die Musik, die er schreibt, ist großartig. Er hat ein enormes Wissen über andere Komponisten, speziell John Williams, den er sehr schätzt und an den er sich sehr orientiert hat natürlich für unsere Musik. Und es war einfach schön, mit ihm zusammenzuarbeiten. As a composer and a composer for film, I often get a job and someone gives me some music as a guide. They say, here's some temp music, can you make something like that? And this is actually a good starting point. It's a very good point to actually begin working with when you have already an idea of what the director wants from a film. Bernhard had the best guide music, and this is of course John Williams. It's a huge effort to replicate John Williams without having a real symphony orchestra to conduct, to score for. And it was actually probably the biggest musical project that I've yet done myself. I have the script, so I know the story. I then get the film material and a locked edit. And straight away I start immersing myself in the characters, in the story. And I have long conversations with the director, in this case with Bernhard. We sat for hours and hours. We talked over the development of the characters, what Bernhard wanted to say with the story, how the characters should actually sound. So I took, for example, Kayla's character. And I said straight away, Kayla sounds to me like she's a woodwind kind of character. So I worked with the oboe, with the querflute, with the flute, and then backed it with strings and very gentle brass. We developed her theme very quickly. I developed her theme very quickly. The way I work as a composer is maybe a little unconventional. I take a microphone and I have the film running and I sing into the microphone to get the feel. So, simply just making noises and making little melodies. Then I take that idea, I go to the piano, and I develop a voicing for around this very basic idea. And so I do most of my composing on the piano. And then when it gets to a point where it actually sounds slightly musical, I then take it to the orchestra and make an orchestral arrangement. So it's quite a lot of handwork. Here we have all the different levels of the orchestra. We have in brown the strings, yellow is the brass, blue will be the woodwind, and dark blue is my percussion. It's quite percussion heavy. Then I've also got the choir in purple. This is of interest to the choir fans. So here's I'll play you the cue. Thank you.
es war dann oft so, wir haben uns, jede Session bei ihm im Tonstudio war irrsinnig lustig. Wir haben uns irgendwie, ich probiere ihm zu erklären, um was in der Szene geht, die Emotionen, die vermittelt werden sollen. Er stand da mit seinem Keyboard sofort reingeklopft und dann gemeint, what do you think? Is this okay? Like this? Und er sagt, ja, geil, das nehmen wir gleich so. Bernhard and I spoke very early on, beginning stages of planning the music, that I wanted to actually bring a choir into record for the soundtrack. Having a choir gives an organic quality to the music, which is really difficult to replicate using software. So we invited members of the crew and a few of my colleagues and friends who are professional musicians to come to Tornabach here in Tornabach to record in the big hall. And I was very nervous about it, knowing that it was going to consist of a lot of untrained musicians and nervous singers. But from the first moment, all of the singers in the choir were fantastic. They gave 100%. It was a bit of a nervous start where people weren't sure about giving their voice to the choir, with a lot of singers holding back. We did a lot of warm-ups to get people a bit loosened up and a little bit, you know, into the mood of singing. And then I got, I think, about 3 hours worth of choir material, which really was very useful to the end soundtrack. And you can hear in the actual soundtrack that the choir features quite prominently. What was interesting is that I got some really good material, which wasn't just musical stuff from the choir. I got some really good material where I got the choir all together to shout together, give a hey, ha! These sound effects, which are actually doubled with the orchestral percussion, the drumming, for the action scenes, it may not be so prominent in the end mix, but it gives this power to the score, and especially these at the end of a movement of music. And for this, the choir was also really useful. I've worked with everyone from the music department, the people I brought into the music and later the sound department. I've worked with them all for different projects, some film, some purely music. So I knew that everyone was really professional and everyone was really at the top of their game. When it became clear that we needed to build a sound department, I introduced Andy Schwarz and Wolfgang Krissek from Noisia Studios in Vienna, where we're sitting now. And yeah, they worked really closely with me on the end stages of the music composition and to bring the music and sound close together. Erfahren habe ich von dem Projekt von Mark, der irgendwann zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, er arbeitet in einem Star Wars Fanfilm und es wird noch wer gesucht, der Sounddesign auch macht. Ich wollte mich natürlich an den Sounds von den Star Wars Filmen ein bisschen orientieren, wollte aber dennoch, dass Regrets of the Past ein bisschen einen eigenen Touch auch kriegt und nicht, dass alles gleich klingt und dass alles im wunderschönen, wunderbaren, perfekten Star Wars Sounddesign, wie man es kennt, bleibt. Wir haben dann mit Marc zusammen auch sehr viel, zum Beispiel die ganzen Schritte, Körpergeräusche, sonstige Aufnahmen, alles selber gemacht natürlich. Auch andere Sounds, wie zum Beispiel die abstürzenden Raumschiffe, wo wir einen Traktor gesampelt haben, um so schöne, kaputte Sounds quasi zu kreieren. Und nicht nur das, wir haben vieles anderes auch noch natürlich selber gemacht, um eben diesen Regrets of the Past Touch versuchen zu kreieren. Ja? Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Bei den Lichtschwertern zum Beispiel war für mich eine große Frage, soll ich selber Sounds kreieren oder soll ich vorgefertigte Sounds verwenden?
Ich habe mich dann natürlich sehr viel erkundigt, wie kreiert man einen Lichtschwert-Sound. Hab dann auch erfahren müssen, dass das eigentlich nicht so einfach ist, wie sie das gemacht haben. Schaut dann sehr einfach aus, da steht der Box, da kommt dann ein Sound raus und der hat da so ein Mikrofon und schwingt da ein bisschen herum. Also dachte, na gut, einfach, super, ey, pff, machen wir auch. Also Box aufgestellt, Sound rauskommen lassen. Dieser Hum-Sound, wo jeder kennt, das so ein Lichtschwert auch macht. Haben wir mal versucht und mal so herumgewurschtelt, hat aber noch nichts geklungen. Ich habe dann tatsächlich fast eine Woche lang gebraucht, bis ich wirklich einen Sound hatte, wo es dann auch richtig schön Lichtschwert war. Ja? Im Endeffekt, du drehst einen Film, du hast, weißt, was du gedreht hast, du hast die Dialoge dabei. Nur stell dir vor, du hast die Laserschwerter und jedes Mal, wenn das Laserschwert zusammentreffen macht, boah. Wirklich unepisch. Und wie ich dann das erste Mal eine bearbeitete Version von Andy sah, Szene, die ich schon wirklich vorher tausendmal gesehen hatte, beim Schnitt und bei der Post-Production, und plötzlich kommen diese Soundeffekte dazu, Laserschwert-Soundeffekte, Blaster-Soundeffekte, Raumschiffe. Es ist einfach ein ganz anderer Film plötzlich, oder es ist eine ganz andere Szene. Und das ist das, was Star Wars ausmacht, einfach diese Soundeffekte. Und das ist einfach Star Wars. Und Andy hat einen wahnsinnigen Job abgeliefert. Ja, wie man weiß, ist die Star Wars Fanbase riesig und die mal so kennenzulernen durch dieses Projekt war sehr cool und es war eine spannende Reise, weil als wir begonnen haben, Regrets of the Past zu drehen, war halt so, aha, ihr wollt einen Fanfilm drehen. Das war jetzt erstmal so eine ablehnende Haltung, weil es viele gab, die das machen wollten und dann kam es nie dazu, haben es wieder abgebrochen. Und deshalb war schon ein bisschen so eine Skepsis heißt das, ne? Und da darf man nicht vergessen, die sind natürlich auch diejenigen, die wahrscheinlich im Netz schon gesehen haben, was alles an Fanfilmen da so daherkommt. Und ich meine, ich will jetzt da keinen, wie gesagt, ich bin kein Filmemacher, ich ziehe vor diesem Genre und dieser wahnsinnigen Arbeit meinen Hut, aber da gibt es auch viel Müll. So, und jetzt kommen Österreicher, ne? Die sind lustig und sagen, jetzt machen wir es. Ja, also ich wäre da auch ein bisschen skeptisch gewesen. Aber das hat sich dann Jahr für Jahr nicht nur gebessert, sondern wurde dann auch immer kontaktfreudiger. Und wie es jetzt zum Schluss ist, war wahnsinnig toll. Es gab eine Zusammenarbeit in vielen, vielen Belangen und vielen Bereichen. Es war einfach schön zu sehen, dass es einfach wirklich gut angenommen ist. Auch bei Convention, wo wir Teile des Films hergezeigt haben, wo wir Panels gemacht haben. Es war immer das Interesse da. Wenn die Leute gesehen haben, also unsere Bilder gesehen haben, haben sie gesagt, das ist ein Fanfilm aus Österreich. Und das ist einfach schön zu hören, dass es einfach gut angenommen wird von den Fans. Das Schöne war vor allem bei den Medien, war ich als Kayla Dane sehr, sehr beliebt. Also sie kam gut an und es war für den so, wow, cool, eine Powerfrau, eine weibliche Heldin. Und das war sehr schön bei den Messen, das bei den Mädels irgendwie so ein bisschen mitzuerleben. Star Wars ist riesig groß, sie ist international, es sind extrem viele Leute beteiligt. Wir haben sehr, sehr viele Menschen auf Convention, auf Fan-Tagen und so weiter einfach immer wieder im Jahr öfters getroffen und haben einfach gemerkt, dass das eine riesengroße Familie ist und dass wir in diese riesengroße Familie, die so zusammenhält, wenn auch irgendwas passiert, da jetzt Teil davon sind und da hineingewachsen sind, das ist für mich das Schönste am Star Wars Universum. Finally.
Will man irgendwann eigentlich in einer tatsächlichen Star Wars Spielfilm irgendwann mitmachen? Mach's doch selbst. Ich möchte noch zwei Menschen danken, die mir für dieses Projekt sehr wichtig waren, ohne denen ich dieses Projekt auch nicht durchgezogen hätte. Und zwar der erste ist mein Vater, der, egal was ich tue, immer hinter mir steht und mich unterstützt, wie er nur kann. Vielen Dank. Ich möchte meiner unfassbar charmanten und genialen Produzentin, der Laura, danken. Do not. There is no try. Bist du dicht? Weiter aufs Ziel zu. Es gibt kein Versuchen. He's not good to me, Dad. It's a trap. This is how liberty dies. With thunderous applause. Take her away. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Look that, look that, loo, da da. Look that, look that, loo, da da. Davu, davu, davu. Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität. Nein, ich bin dein Vater. Martin, ich liebe dich. Ich weiß. Ja, hat Spaß gemacht. In allen Belangen. Wurscht, was es jetzt war. Du stellst immer so schwierige Fragen. Er hat's geliebt, der Johannes. Und die... Wie heißt's denn? Oh Gott! Onkel Owen, destroy it. No! Das war so beschränkt. Ich kann nicht Droid aussprechen. Droid. Onkel. Onkel Owen. Onkel Owen, destroyed. Has a bad movie.